Eigentlich sind wir auf der richtigen Richtung. Oh, ich scheiß mich an! Drinking negativ? Verstanden, Auftrag erfüllt. Ich schieb dich mit. Freunde, jetzt kommt gleich der Nachbrenner. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Tizian. So, Männer, morgen ist wieder Challenge-Tag. Also, wir haben hier einen Kompass, eine Karte und einen Stiefel. Und sind wir ganz ehrlich, wir müssen nicht mehr mutmaßen, wir wissen mittlerweile, was wir zu tun haben. Und zwar werden wir morgen 5 Kilometer marschieren, dabei aber nicht wissen, wo wir hingehen. Sprich, wir haben dann einen Kompass und eine Karte und da müssen wir uns also morgen dann halt eben orientieren. Und das Ganze nennt sich Orientierungsmarsch. Grundfertigkeit eines Soldaten, orientieren im Gelände mit den Hilfsmitteln, die wir zur Verfügung stellen. Wir sehen uns bei der Challenge. Ich gebe euch mal die Karte, vielleicht habt ihr eine Idee, was auf euch zukommt. Das kommt aber morgen auf uns zu. Ach du grüne Neune. Oh. Kleiner Vorgeschmack für morgen. Sieht sehr chemisch aus, sag ich mal so. Also, Müssen wir auch so einen Anzug anziehen mit der Maske. Ich glaube auch so eine Maske oder so. Also ich hoffe nur mal, dass wir diese Challenge überleben, weil die sieht mit am toxischsten aus, sag ich mal so. Ja, nee, okay. Sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir es bestehen. Ja, also da habt ihr euch bestimmt was Lustiges für uns überlegt. Das schafft ihr auf jeden Fall. Musst du mitmachen? Ja klar, ich helfe euch. Okay, ja, sonst wollte ich sagen, vielleicht würde ich zu sagen, ne? Nein, ich bin dabei. Ach so. Ja, Challenge Nummer 6. So, Challenge Day. Moin. Tizian, deine Challenge. Team Rot, Challenge Nummer 6. Find your way. Bis jetzt habt ihr euren Weg immer per Navi gefunden. Heute testen wir, wie gut ihr euch ohne zurechtfindet. Aber keine Sorge, ihr kriegt eine Karte und einen Kompass. Wir warten okay, schon auf euch. Panzer Artillerie Bataillon 375. Also kriegen wir nur einen Kompass und eine Karte. Ja, wir haben eine kleine Runde für euch vorbereitet und wo ihr dann hinlauft, da seid ihr selbst für verantwortlich. Wenn ihr richtig orientiert, dann solltet ihr in aller spätestens 2 Stunden wieder zurück sein. Kein allzu schweres Gelände. Spezi, so nehme ich dich nicht mit. Weiße Socken, T-Shirt, auf gar keinen Fall, so findet kein Marsch statt. Soll ich meine Uniform anziehen? Ja, so ist es. So, jetzt bin ich umgezogen, aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und da reingehen, weil da ist jetzt eine Schulung für mich, dass ich mich eben zurechtfinden kann. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein. Für heute die Challenge, wir führen durch Orientierungsmarsch. 5 Kilometer, 3 Phasen. So, 2 Teams, Tizian, Marschweg 2, Kevin, Marschweg 1. Seht vor euch einen Kartenausschnitt zum Skizzen zeichnen. Ich habe es einmal vorne an die Wand geworfen. Das muss auf einer Skizze drauf sein. Rechts eine Beispielskizze gezeigt. Diese Skizze ist das, was ihr habt zum Orientieren im Gelände. Ich würde dir jetzt empfehlen, erstmal eine Route rauszusuchen. Ja, habe ich schon im Kopf. Hier ist meine Skizze. Ich glaube, man kann erkennen, welchen Weg wir laufen. Hier habe ich extra stark nachgemalt, damit wir uns da auch nicht vertun. Meine Skizze, ein bisschen weniger drauf, aber ich habe mich da aufs Wesentliche beschränkt tatsächlich. Nichtsdestotrotz sehen die oder sieht die genauso gut aus tatsächlich, oder? Wir haben einmal hier vorbereitet 3 Rucksäcke mit Marschgepäck. Zu der Unterteilung komme ich gleich. Wir haben hier euren Kompass, jeweils einer. Oh, hallo. Eure DFs, jeweils 1. Und die Blue Guns, auch jeweils 1. Damit das auch ein bisschen den Challenge-Charakter noch hat. Bevor ich die Ausrüstung anhatte, hatte ich echt Bock. Jetzt gerade nicht, weil das ist echt schwer und ich habe jetzt schon Nackenschmerzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das später wird. Fangt bitte nicht jetzt schon an zu weinen. Ihr habt jetzt euer Material bekommen. Ihr seid soweit vorbereitet. Eure Skizze habt ihr, euren Kompass habt ihr, das Marschgepäck habt ihr. Wir verlegen jetzt mit den Fahrzeugen an den Starting Point. Von da aus geht's los. Auf geht's.
Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, denn heute ist Challenge Day. Also jetzt kommt nämlich noch der Tobi und der wird euch jetzt nämlich ein bisschen die Challenge erklären. Heute wird es ernst. Bei dieser Challenge kann dem einen oder anderen schon mal die Luft wegbleiben. Zum Glück beherrschen wir unsere Fähigkeiten wie das ABC. Die Schule ABC Abwehr und gesetzliche Schutzaufgaben hofft, dass euch die Schutzausrüstung passt. Wir haben jetzt hier eine kleine Lage vorbereitet mit einem unbekannten Objekt, was die Mädels aufspüren sollen im Rahmen eines Spürauftrages. Kurz zur Erklärung, womit die Mädels heute arbeiten werden. Wir haben hier einmal Kampfstoff-Spürpapier. Ihr seht hier drei Farben. Berührt das Papier realen Kampfstoff, verfärbt es sich. Daneben hier einmal seht ihr das LCD 3.3. Das ist ein elektronisches Spürgerät, das eine Luftsubstanz nimmt und daraufhin Kampfstoffe erkennen kann. Mit dem Stab werden die Mädels einmal auf dem Boden entlang spüren, ob Kampfstoff vorhanden ist oder nicht. Mit dem LCD 3.3 werden die Mädchen prüfen, ist hier etwas oder ist das der Ausgangsort. Für unsere Challenge brauchen wir natürlich ein nices neues Outfit. Deswegen gehen wir uns jetzt mal umziehen und wir sehen uns dann gleich, ne? Okay Mädels, ihr seid angekleidet, der Anzug ist ordentlich verschlossen, ihr habt eure Ausrüstung, wir können loslegen mit dem Spürauftrag. Wir befinden uns jetzt hier am Starting Point, ihr seht, ausgeschildert, beispielhaft, so sind auch eure Punkte ausgeschildert, die ihr entsprechend erreichen müsst. Ich erinnere nochmal dran, von hier aus mit Skizze zum ersten Punkt, am ersten Punkt aus der Klarsichtfolie den Kartenausschnitt entnehmen. Mit dem Kartenausschnitt zum zweiten Punkt, von da aus gemäß Marsch-Kompass-Zahl, die ich euch mitgegeben habe, bis zum Release-Point, da werdet ihr dann durch uns aufgenommen. Von hier aus seid ihr auf euch allein gestellt, macht das Beste draus, gebt ein bisschen Tempo, ist immer noch eine Challenge. Ich wünsche ganz viel Erfolg, wir sehen uns am Release-Point, Abmarsch! Und los. Schön bergauf. Wunderbar. Das Tempo wird jetzt durchziehen. Na, wir schauen mal, weil wenn das weiterhin bergauf geht, müssen wir vielleicht noch mal reduzieren, aber wir versuchen es. Was macht der da? Ich habe keine Ahnung, was der Junge macht. Ja, Tizian ist, macht das hier auf die Hauruck-Art. Ich denke, einen halben Kilometer haben wir. Also laut Kompass müssen wir jetzt da lang. Ja, merkst du selbst, oder? Hilft nichts, wir müssen da jetzt durch. Lasting Point 1. Kartenausschnitt. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Hälfte fast geschafft. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles läuft. Wir haben uns leider verirrt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir das mit dem Kompass echt gut hinbekommen haben. Eigentlich sind wir auf der richtigen Richtung. Aber irgendwie anscheinend doch nicht. Ausgeschildert, Release Point, Ende des Marsches. Am besten direkt raus aus der Sonne, Rucksack ab. Kevin, ohne Spaß, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so gekämpft hat wie du. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ach Gott. 5 Kilometer oder 6 waren es, glaube ich, oder Oberleutnant? So ein, zwei falsche Abkürzungen, nenne ich es jetzt mal. Ja, wir sind knapp 9 gelaufen. Waren das ein bisschen mehr als 5, ja? Trotzdem noch hergefunden, von dem her passt das. Also, Kevin hat das Ziel erreicht. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Tizian. Alles unter Kontrolle, ihr könnt gleich weiter. Alles unter Kontrolle, wir können dich auch mitnehmen. Nein, was? Die Ortschaft da hinten? Ja. Direkt in der Mitte ist ein Spielplatz mit einer Rutsche. Da sitzt ein deutscher Hauptfeldwebel und wartet auf dich. Ernsthaft? Ernsthaft. Sind wir in die komplett falsche Richtung gelaufen? Ihr seid einfach dran vorbeigelaufen.
Deswegen stehen da 1000 Meter drauf. Wir sind einfach 2000 gelaufen. Komm, Jungs, durchziehen. Letzten Meter, kommt her. Komm ran. Na? Na? Sauber. Andi. Na? Na, alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Krass. Und wie fühlt ihr euch jetzt? Ich will duschen. Ja. Ja, Mann. Wir sind hier mitten durchs Feld. Ne? Also. Ey, wir sind durch so ein hohes Feld gestapft. Okay, was haben wir gemacht? Hommage nach Karte, Skizze, Marschkompasszahl. So, aber wir hatten ja einen Wetteinsatz, Freunde. Ah. Stimmt. Der war wie nochmal, Andi? Erzähl doch mal bitte. Sieht so aus, als würde ich jetzt für den restlichen Roadtrip wieder hinten sitzen müssen. Das ist alles so wie immer. Ja, ne? Also alles wie immer. Alles wie immer. Wir schauen uns in der kommenden Woche die Standorte an. Ich sitze hinten, Kevin vorne, Strizi fährt. Und wir bestimmen, welche Musik läuft. Alles wie immer. Richtig. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Danke sehr. Man sieht sich auch mal zweimal im Leben. Auf jeden Fall. Das, was die Mädels da jetzt einsetzen, ist das LCD 3.3 und dadurch eine Aussage treffen kann, ob jetzt hier ein Stoff vorhanden ist oder nicht. HD! Was ist HD? Die stellen sich richtig gut an. Also die haben wirklich gut aufgepasst bei der Vorausbildung und wissen genau, was sie jetzt abarbeiten müssen. Punkt hoch auf Füllschicht saugen. Ja, soll ich wieder reinstecken? Kannst du machen, jetzt ziehst du den Rest auf. Ist negativ. Also, Team Spürfuchs an Lux. Röche negativ, LCD, 5 HD. Verstanden. Himmel, Auftrag erfüllt. Geht zu Dekon und meldet mir Abschluss aller Maßnahmen. Verstanden? Ja. Ende. Wir sind jetzt hier in einer behelfsmäßigen Dekonstraße. Normalerweise würden hier eingeteiltes Personal arbeiten. Die Mädels durchlaufen das jetzt im Buddy-System, um das mal selbst zu bearbeiten. Die Mädels sind jetzt angekommen, hier bei der Station entkleiden, aus dem Anzug herauskommen. Die arbeiten sich jetzt von unten nach oben an dem Anzug ab, heißt öffnen aller Bewänderungen, ohne Kontaminationsverschleppung ausgekleidet wird und die Mädels danach über die Bank in den sicheren Bereich können. Soll ich rüber? Ja, ganz rüber. Die Challenge ist jetzt vorbei. Ihr habt das richtig gut gemacht, fand ich echt klasse. Ihr habt die Challenge bestanden, dementsprechend Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Vielen Dank. Dementsprechend auch von der Schule ein kleines Gewinnerpatch als Andenken. Dankeschön. Ihr habt das super gemacht. So, der Challenge-Tag ist jetzt vorbei. Der ABC-Bereich war super spannend und ihr könnt sehr gerne kommentieren, ob ihr euch auch dafür interessiert. Ich glaube, wir gehen dann langsam weiter, denn wir haben noch eine Menge andere Challenges. Da haben wir doch unseren Ansprechpartner. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Jetzt sind wir hier in Manching, WTD 61. Sind wir mal gespannt, was passiert denn hier überhaupt und was dürfen wir uns heute anschauen? WTD heißt Wehrtechnische Dienststelle. Das sagt schon ganz viel über uns aus. Wir sind Bestandteil des Bedarfsdeckers, also dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung. Und wir sorgen dafür, dass die Bundeswehr, dass die Luftwaffe insbesondere, sicheres und funktionsfähiges fliegendes Material bekommt. Gut, und mit was fangen wir dann heute an? Also, ihr seid jetzt zwar gerade erst frisch aufgestanden, es geht trotzdem jetzt erstmal in die Dunkelheit. Hier geht nämlich in unsere Nachtsichthalle. So. Hallo. Hallo, servus. Tizian. Ich bin der Sebastian, zuständig für Flugführung, Flugregelung. Hier beschäftigt seit 2015. Ich bin zuständig hauptsächlich für das Thema der Nachtsicht. Das ist ein Teilgebiet der Flugführung. Wir simulieren hier komplette Nachtflüge. Wie sieht so eine Nachtsichtbrille aus? So eine Nachtsichtbrille, die haben wir da. Die können wir uns. Ach, so winzig ist die? Ja, die ist so klein. Die ist tatsächlich nicht größer. Die spannt sich der Pilot so vors Auge. Mhm. Das sind marktverfügbare Produkte, die kaufen wir ein, aber wir testen die hier. Also wie harmoniert die Innenbeleuchtung mit der Nachtsichtbrille zusammen? Ihr sitzt jetzt im Cockpit mit der Nachtsichtbrille. Mhm. Sie schauen alle auf das Target.
und lesen da in mindestens 6 Meter Entfernung die Elemente ab, was man noch so sehen kann. Danach werden Cockpitbeleuchtungen nacheinander eingeschaltet und dann wird immer verglichen, ob noch das gleiche Element zum Sehen ist. Das fühlt sich so cool an. Also es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, weil du jetzt einfach in der Dunkelheit was sehen kannst. Das ist voll surreal. Hallo, herzlich willkommen an Charlotte Fussel. Hallo, ich bin Nadine. Ich bin die Kompaniechefin der Gegrillten Ausbildungskompanie seit letztes Jahr Dezember. Und freue mich, dass ihr heute in den nächsten Tagen bei unserem Standort seid, in der Allgäu trifft. Ich war bislang zweimal im Auslandseinsatz, einmal in Afghanistan im Jahr 2010 und 2021 in Mali als stellvertretende Kompaniechefin mit dem Aufklärungsbataillon, entsprechend mit einer Kompanie des Aufklärungsbataillons 8 aus Freyung. Als wir 2021 im Einsatz waren, war am 25.06.2021 der Anschlag auf meine Kompanie, damals mit 13 Verletzten, davon 3 schwerst verletzt. Das hat uns natürlich alle sehr geprägt und hat auch negative Erinnerungen hinterlassen. Nichtsdestotrotz hat genau auch dieser Anschlag uns natürlich kameradschaftlich zusammengeschweißt. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Tagen eben zum einen die Thematik Aufklärung näher beigebracht bekommen, als auch die Thematik Gebirge. Wir sind hier am Standort Fussel und es gibt ja 3 verschiedene Verbände. Ja, es gibt die Aufklärer, das Aufklärungsbataillon 10, es gibt die Versorger, das Versorgungsbataillon 8, die Gesundheitsaufklärer. Was machen wir als Versorgungsbataillon? Wir haben 3 Kernaufträge. Also der erste Auftrag ist ein bisschen Umschlag und Versorgung. Das bedeutet im Prinzip, wir haben ein großes Lager oder mehrere große Lager und wir führen Ersatzteile nach, wir führen Waren des täglichen Bedarfs eines Soldaten nach, also auch Munition, Kraftstoff und so weiter. Der zweite Punkt ist Transport, also im Prinzip Straßentransporte. Ja, wir transportieren oft das Fahrgut, wir transportieren auch Schwerlast. Und der dritte Punkt ist Instandsetzung und Instandhaltung. Das kann man sich so vorstellen wie APU. Also die ganzen Fahrzeuge, ja, es geht mal was kaputt oder es sind irgendwelche Verschleißgrenzen erreicht oder es muss ein TÜV gemacht werden, so wie man es im Zivilen eben auch kennt. Und das macht unsere Instandsetzung. Wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns die Fahrzeuge mal an. Genau, also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Multi-FSA. Das ist eins von unseren Standardfahrzeugen. Das Besondere an dem Gerät ist eigentlich die Fahrerkabine vorne, die ist komplett geschützt. Also man ist darin geschützt vor feindlichem Beschuss, vor Sprengstoffanschlägen und so weiter. Ein Container kann man damit hinten draufziehen. Das dauert 30 Sekunden oder eine Minute und kann dann eben sehr schnell diesen Container hinten draufziehen und kann losfahren. So, genau, wir sind jetzt vor unserem Kompaniegebäude von der Gebirgsaufklärungskompanie 23. Ich selbst bin jetzt seit 1.4. dieses Jahres hier. Wir haben eine UAV-Komponente, also Drohnen. Haben wir hier in der Kompanie. Dann haben wir zur technischen Aufklärung noch Radarkräfte mit Radar aufklären können. Dann haben wir einen Hochgebirgsspähzug, der im Hochgebirge aufklären kann, zu Fuß mit Masse. Und dann haben wir noch Elektrozüge mit Fennec. Also wir haben auch quasi die Spähkomponente nochmal hier in der Kompanie. Und dann halt alles, was die Kompanie noch braucht. Als eigenständige Kompanie die Besonderheit, dass wir halt ein bisschen mehr Versorgungskomponente haben müssen als die anderen Kompanien, weil wir, wie gesagt, hier eigenständig sind. Die Gebirgsaufklärung bedeutet, dass wir in unwegsamen Gelände, im Schwerpunkt im Gebirge, für die übergeordnete Führung aufklären. Heißt, wir sind Auge und Ohren unseres Brigadekommandeurs, damit er seine Operationsplanung durchführen kann. Dazu haben wir verschiedene Mittel zur Verfügung. Heißt, ich habe Soldaten, die mit Fahrzeug aufklären, die im Schwerpunkt nur mit ihrem Rucksack aufklären. Ich habe UAS-Systeme, die aus der Luft aufklären, als auch Radarsysteme für weitläufiges Gelände. Wir sind jetzt in der Halle. Das sieht hier sehr besonders aus. Erklärt doch mal, was passiert hier, was macht ihr hier und was hat es hier mit der ganzen Verkleidung auch auf sich? Wir wollen hier Triebwerke testen für die Bundeswehr, für den Eurofighter, damit wir hier die Flugsicherheit einfach gegebenen, dass die Piloten auch sicher wieder heimkommen. Das ist unser Job. Und was habt ihr hier jetzt gerade für einen Auftrag? Mit Verlaub muss ich natürlich sagen, es gibt bestimmte Sachen, die dürfen wir nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ich autorisiert bin, euch da so Details jetzt zu geben, weil dann geht man schon sehr in die Thematik hier rein. Also ihr könnt ja mal vielleicht sehen, wie riesig das ist. Ich bin 1,85 groß. Junge! Krass! Das ist ultra riesig hier. Ich finde das gerade irgendwie richtig beeindruckend.
nochmal an, diesen Loch, eine Kamera. Da können wir quasi nach vorne schauen, in den Nachbarn, ob er gesunden hat. Bei Nachbarner Betrieb kriegt dieser Schallkonus hinten ungefähr 350 Grad. Bei der Entfernung. Das ist schon ein Stück weg so, ne? Ja. Also krass. Das sieht aber unglaublich cool aus. So, wir kommen in unsere Kletterhalle. Die ist 12 Meter hoch. Die Boulderwand, auf der ihr euch heute ein bisschen ausprobieren werdet, ist 4 Meter hoch. Da kann man auch noch ohne Sicherung klettern. Also das finde ich schon ganz lustig, aber so richtige Berge und so, da weiß ich nicht, wie ich mich da so schlagen würde. Das ist unser Kletter-Handshake. Nein, das muss flöppen. Oh, warte. Ah! Ah, langsam tut's weh. Bro. Du drückst voll fest. Nein! Warte, du musst auf meinen Ellenbogen gucken, dann funktioniert's. Oh! Hat auch nicht funktioniert, doch. Ach du Scheiße! Wie komm ich denn jetzt hier runter, ne? Gleich zurücknehmen. Das wird nicht hin, ja? Ja, genug. Yeah! Meine Hände sind voll rot. Ich hab da nämlich was für euch. Charlotte Charge. Für morgen. Morgen, nicht? Für morgen. Oh. Okay, wir haben einen Berg, ein Fernglas und ein Karabinerhaken. Genau. Also ich sag mal, wenn wir hier in der Kletterhalle sind und wir dann hier so einen Berg haben, dann müssen wir vielleicht auf so einen Berg klettern und dann irgendwie, weil wir bei den Aufklärern sind, was aufklären oder so. Ja. Okay, dann hat die Karte. Wir haben eine Wand, auf die wir klettern müssen. So, Freunde, jetzt kommt gleich der Nachbrenner. Dann sehen wir auch endlich mal eine Flamme, oder? Es war ja unglaublich hell, als wir da hingeschaut haben, ne? Es war dunkel, als wir da standen. Ja. Ich dachte, man sieht ja gar nichts. Man hat so ein bisschen in der Scheibe die Reflektionen gesehen. Und dann geht die Kerze an. Das Tageslicht. Und dann Tageslicht. Und gespürt hat man es auch, ne? Ja, die Vibrationen, die sind schon nicht hoch. Da habt ihr schon gemerkt, also direkt daneben wollt ihr nicht stehen, oder? Ja, das ist so nicht. NH! Hat's euch getaugt? Ey, voll cool. Das ist ein großer Feuerball, Junge. Vorbereitung, Nachbereitung und dann der Nachbrenner zum Ende hin. Also es war schon wirklich krass. Ich meine, ihr habt jetzt so eine Sequenz mitgekriegt. Das ist natürlich alles ein bisschen längere Vorbereitung. Allein schon, was man hier vorher machen muss. Aber das zeigt ja auch, ne, dass 5 Jahre Ausbildung dafür dann auch gerechtfertigt sind. Ne? Das ist ja ein sehr komplexes System und dass man nicht einfach auf den Knopf drücken kann und sagt, und unser gib ihm. Knopf, zack, und dann ist die Möhre. Willkommen zum Challenge Day. Wir sind jetzt am Fuße des Kalvarienbergs in Füssen. Oben auf dem Berg haben wir ein Aufklärungsversteck, aus dem wir dann verschiedene Punkte aufklären müssen. Und dazu müssen wir natürlich erstmal den Berg erklimmen. Und ich habe hier noch was für euch. Die Karte. Challenge Nummer 7. Genau. Challenge 7, Gebirgsaufklärung. Liebe Creator, heute geht es aufwärts. Was ihr braucht? Motivation und gute Ausrüstung. Die Ausrüstung bekommt ihr von uns. Motivation habt ihr im Idealfall schon dabei. Wir sehen uns in der Wand. Eure Gebirgsaufklärungskompanie 23. Aber erstmal müssen wir jetzt auf den Berg hochklettern. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau, jetzt ist die erste Station der Challenge und da werden die militärischen Erkennungsdienst angeht, werden die erstmal ein kleines Memory durchführen. Memory ist lustig. Nicht so wie diese Mücken hier. Genau, also beim militärischen Erkennungsdienst geht es quasi darum, Fahrzeuge des Gegners zu erkennen. Also an den verschiedenen Merkmalen, die die Fahrzeuge haben. Und hier bei dem MED Memory haben wir das so gemacht. Auf der einen Seite ist quasi das Bild des gesamten Panzers. 2 von 3 Schnipseln sind tatsächlich aus dem Bild und 1 ist aus einem fremden Bild. Das heißt, da müsst ihr kurz überlegen, zu welchem Fahrzeug das dann passt. Marsch, Marsch! Nimm einfach irgendeinen. Bro. Okay. Oh.
du? Das ist der Bree hier. Ja? Ja, ich will das Richtige mitnehmen. Nein! Wir müssen die einholen! Lauf, 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 lauf! Genau, so, dann gehen wir mal zur Auswertung. Team 1. Genau, hier ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Tatsächlich, die alle drauf liegen auf dem Leopard-Panzer, sind richtig. Aber wenn man sich den Panzer hier vorne mal genauer anschaut, den T90, dann erkennt man quasi, das war quasi das aus einem anderen Bild eingeschnittene. Genau, BTR alle richtig. Und Leopard auch alle richtig. Perfekt, ja. Ja, läuft. Alle richtig, kein Fehlerpunkt und ihr habt einen Fehlerpunkt drin. Wir haben sie gewinnen lassen. Ja, deswegen war absichtlich. Ja. Zweiter Tag Manching. Gestern angeteasert. Tag 2 bedeutet Challenge Day. Challenge Day. Ich hab was mitgebracht. Oh. Schaut es euch an. Ich verrate immer noch nicht zu viel. Schon wieder eine Karte. Challenge 07, Hubschrauberflug. Team Blau hat die Luft schon erobert. Heute seid ihr dran. Ihr müsst aber nicht springen. Schade. Schade. Dafür warten andere Aufgaben auf euch. Wir sagen Augen auf, Ohren zu und durch. Wir freuen uns auf den Start. Eure Wehrtechnische Dienststelle 61. Augen auf geht's. Genau, mit dem hier werdet ihr heute fliegen. Das ist eine H145 von der Firma Airbus Helicopters. Und jetzt kriegt ihr eure Challenge. Und zwar haben wir schon gesagt, es wird primär hier rumgehen, um das EOS fliegen. Und ihr werdet dann mit der Kamera quasi die WTD 61, das Gelände abscannen und werdet dort Objekte suchen müssen. Die Bedienungsanleitung habe ich auch mal dazugelegt, das ist 400 Seiten. Ich werde euch da bestgehend unterstützen, aber es soll natürlich eine Challenge bleiben. Alles gut. Perfekt, ja. Dann brauchst du keine Unterstützung und dann schauen wir mal, wie schnell ihr die Objekte finden werdet. An dir, viel Spaß auf Tower und ja, wir... Wir winken. Ja, wir fliegen vorbei. Ich werde euch sehen. Hallo, Flieger. Insgesamt müssen die Jungs bei ihren Flügen 5 Ziele finden. 2 haben sie schon entdeckt. Das heißt, die Zeit läuft noch. Es sind noch 3 übrig. Jetzt gucken wir mal, wie lange das noch dauert. Und dann vergleichen wir nachher mal, wenn der umgesattelt wird, wenn der Strizi dann fliegen darf, ob er schneller ist als der Andi. Genau 13 Minuten. Jawohl, der Andi ist durch. Er hat jetzt insgesamt genau 13 Minuten gebraucht. Respekt. Ich sag mal, jetzt er hat natürlich vorgelegt. Jetzt wissen wir nicht, wie der Strizi ist nachher, wie lange der braucht. Aber ich sage mal, das ist eine gute Zeit, oder? Also die Tower-Sache hier ist ja ganz cool, aber jetzt bin ich doch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also das hätte ich auch gerne gemacht. Brauchen wir noch so ein bisschen traurige Musik dazu. Stay for a while. Long as you need, hold you tonight. Wie war's? Mega geil. Schon? Schon mega geil. Viel Spaß, genieße es. Dankeschön. Und bis gleich, ne? Hallo meine Damen und Herren, heute fliegen wir von Stuttgart nach New York. Mein Name ist Tizio, ich bin heute Ihr Captain. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Flug. Drittes Target aufgeklärt bei 10:24. Strizi. Ich soll kein Blödsinn machen, ihr sollt die Targets finden. Ende.
Kevin, na? Na Jungs, Challenge beendet. Ey, es war todesgeil. Wir sind gespannt, Kevin. Und am Ende war es tatsächlich so, dass der Andi 13 Minuten gebraucht hat. Strizi hat insgesamt 14 Minuten gebraucht. Ah. Hast du YouTube gemacht? Das war knapp. Glückwunsch. Es war knapp. Glückwunsch. Glückwunsch. Stark. Vielen Dank an Punktrichter. Ja, ich hatte, genau, ohne mich hätte das natürlich auch nicht funktioniert, da das oben im Tower. Punkten gewonnen, zum Glück kein K.O., sondern Punkte. Jawohl. Ich bin auch, ihr habt es wirklich beide super gemacht, dafür, dass ihr zum ersten Mal hier mal eben in so einen Hubschrauber eingestiegen seid. Ihr habt beide die Bedienung recht schnell gelernt. Und weil ihr alle drei so cool mit dabei wart, bekommt ihr jetzt alle noch ein BTD 61. Wow, wow. Oh, wow, cool, danke. Geil, vielen Dank. Mega, danke. Nice. Patch. So, jetzt bin ich auch Held. Im Team. Ey, vielen, vielen Dank, es war unglaublich cool. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Vielen Dank für die coole Challenge und deine Zeit. Danke, danke. Challenge Teil 1 schon mal abgeschlossen, habt euch gut angestellt. Und jetzt machen wir noch die letzten Meter bis oben. Da ist dann der zweite Teil. Ich schieb dich mit. Ey, umarm ihn mal, das hat so psychologisch positive Effekte. Wir haben einen Kompass bekommen, mit dem müssen wir bestimmte Punkte finden und die Tabelle ausfüllen. Ja. Warte mal, ich muss das jetzt mal finden. Wir müssen halt auch dann die Entfernung aufschreiben, ne? Ich sehe halt aber einen Baum. Gerade bei dem ist jetzt halt ein Ziel festgelegt, was halt einfach zu finden ist. Also ich würde sagen, das weiße Schloss, bei dem es sich um Schloss Neuschwanstein handelt. Sehr gut, dann können wir das Ziel schon mal ein. Ja, schreib das auf. Ah, und dann drehe ich so, dass der Pfeil auf Norden zeigt. Genau, Sonnenuhr am gelben Turm. Ja. Da haben wir Hilfsziel Hohes Schloss. Ja. Marschkompasszahl 56. Ja. Top. Dann haben wir Schloss Neuschwanstein. Ja. Als Hilfsziel Schloss Hohenschwangau. Ja. Und die Entfernung, die noch benötigt war, war 3400. Ja. Ja, die haben sich super angestellt, haben es direkt verstanden, um was es geht, haben das auch gut selber angewandt dann. Und waren hochmotiviert, richtig gut. Ja, ja, und das nach dem Marsch, würde ich sagen. Genau, sonst sind wir im Klettergarten Ziegelwies. Das ist so unsere Standard-Kletterstrecke, die Anfänger-Kletterstrecke. Dürft ihr jetzt hier auch mal noch, nachdem wir gestern in der Boulderhalle waren, dürft ihr hier jetzt noch mal in live in der Natur einmal klettern. Wow, mal schauen, okay, ob wir das hinbekommen. Und jetzt gehen wir zusammen runter. Ich scheiß mich an! Richtig, richtig gut. Ah, Gina, du hast es geschafft! Ich lebe noch. Wow, einfach der Pro, einfach also, Spider-Man. Ich hab echt gedacht, das ist nee, aber du hast es richtig stabil gemacht. Also. Ja. Starke Leistung. Danke. So, zwei Tage in der Gebirgsaufklärungskompanie 23 sind rum. Gestern haben wir ein bisschen so einen theoretischen Teil gemacht, ein bisschen Boulderhalle. Heute dann die Challenge mit im Prinzip drei statt nur zwei Teilen. Vorher haben wir uns den Kalvarienberg hochgekämpft und die Aufgaben habt ihr super wahrgenommen, habt das alles super gemacht. Dankeschön. Ja, sehr gut. Soldaten, die sich für meine Kompanie bewerben, sollten natürlich leistungswillig und leistungsbereit sein. Heißt, sie sollten damit rechnen, sich körperlich anzustrengen, Entbehrungen auf sich zu nehmen, heißt auch mal mehrere Nächte draußen zu schlafen, nicht täglich nach Hause zu kommen, ja, auch nicht jedes Wochenende nach Hause zu kommen, sondern die ein oder andere Übung, die hier gefahren wird, auch zu berücksichtigen. Und natürlich sollten sie körperlich einwandfrei fit sein. Im Gegenzug kriegen sie von mir die bestmögliche Ausbildung, ja, an dem schönsten Standort Deutschlands, hier in Füssen, umgeben von den Bergen und natürlich auch die nötige Gebirgsausbildung, die es benötigt, um im unwegsamen Gelände aufklären zu können. Dann gibt es erstmal für euch beide natürlich noch das Kompanie-Wappen. Oh, cool! Das sieht aber gut aus. Ja, also, das ist ehrlich ein nices Patch. Gibt mir aber ein bisschen Österreich-Vibes, ein bisschen Heimat. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, was mitgenommen. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften und so einen kurzen Einblick in die Gebirgsaufklärer bekommen durften. Ja. Dankeschön. Gerne. Kein Vielen Problem. Dank für eure cool. Zeit. Ja. Und ich glaube, wir haben so ein kleines neues Hobby für uns entdeckt, ne? Ja. Dann geht's weiter. Geht's weiter zur nächsten Kaserne. Ja.
So, Freunde, das ist jetzt unsere letzte Fahrt nach Bischofswiesen. Zum großen Finale. Okay, kein Marder drin, Tank ist voll. Bleibt dran. Wir sehen uns in Bischofswiesen. Schnell. Tschüss, Arthur. Tschüssi. I'm callous from the Mount Everest. Was stimmt denn nicht mit dir? Leck mich am Arsch, der ist richtig was? Dagegen. Route geht durch Umweltzonen München. Schrei mich nicht so an, ey. Können die mal fahren hier? Hup die an. Ach du Scheiße. Freunde, ist jetzt dann bald vorbei, ne? So schnell geht das. So, vor uns sind tatsächlich die Mädels mit ihrem Camper. Wir haben ja unseren Camper nicht nur repariert, sondern auch leistungsgesteigert. Das Rest, da können wir jetzt ruckzuck aufholen. Ich bin schon voll die Fangirls von Team Rot. Schreibt sie. Endlich mal gut aussehende Männer zum Angucken. Echt? Die Kühe einfach. Seht ihr die Kühe? Schreibt auch ihr gern mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt fandet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Finale. Hallo! Hallo! Ach, hi, Clara! Wow. So, was war das Coolste, was ihr erlebt habt? Das Coolste? Euch? Fallschirmjäger, das war auch schon ziemlich fresh. Habt ihr eine Idee, was hier abgeht? Was wir hier machen können, sollen, dürfen? Noch nicht wirklich. Herzlich willkommen hier in der Jägerkaserne im Gebirgsjägerbataillon 232. Ich bin der Hauptmann Sebastian. Ich bin hier eingesetzt als Zugführer im vollen Unterstützungszug. Und ich werde euch jetzt die Kaserne zeigen und zeigen, was wir als Gebirgsjäger hier so machen. Also kommt mit, gehen wir rein. Gerne, dann. Let's go, wir sind so viele Menschen auf einmal. Wir sind jetzt beim Feldwebel Elias. Der wird euch jetzt zeigen, wie er die persönliche Schutzausstattung anlegt und wie ihr die einstellen müsst. Denn bei den Gebirgsjägern gehen wir natürlich an den Berg und müssen uns selbst sichern. Aus diesem Grund. Bitte. Genau, ich bin Feldwebel Elias. Ich zeige euch jetzt ganz kurz die persönliche Schutzausstattung. Die liegt schon da drüben bereit, links. Ich fange mit dem Gesetz gut an. Helm für Nuss und los. Meinte, da kommt jetzt was auf euch zu? Ja, da kommt natürlich Andi mit der Challenge Card. Kannst du gleich mal anschauen? Ja, ich weiß jetzt schon, was die Challenge ist. Und zwar werden wir klettern an einem Berg. Wie kommt ihr da drauf? Boah, ich glaube, das ist... Die Berge da hinten, die Kletterausrüstung. 1+1=3, ich weiß nicht. Könnte schon sein, dass wir auf den Berg klettern gehen. Wollt ihr einen Joker einlösen? Das fände ich echt schwach. Aber dann haben wir Einfluss. Wenn ihr ihn wollt, könnt ihr ihn euch nehmen. Also ganz ehrlich, ich wollte den eigentlich nicht einlösen, aber um Tizian zu ärgern, wäre schon witzig eigentlich. Kriegt ihr das jetzt gesagt und ich nicht, oder wie? Ja, klar. Ja. Weghören. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Hier, die Auflösung. Ohren zu. Okay, hier halt fest. Challenge 8, Hang the Loose. Liebe Creator, ihr habt es fast geschafft und jetzt trefft ihr euch nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder. Auch wenn der Roadtrip bald vorbei ist, dürft ihr euch heute nicht länger hängen lassen. Die letzte Challenge und das Gebirgsjägerbataillon 232 oder 232 warten auf euch. Ja, das hat jetzt nicht getan, ne? Ja, aber es hat jetzt nicht viel gebracht. Also die sprechen immer in Rätseln, diese Challenge-Karten. Ja, ein bisschen. Kannst du sagen, was wir jetzt machen? Ja, wir gehen klettern. Nein, oh mein Gott. Doch. Zum Glück haben wir den Joker eingelöst. Das hätten wir sonst gar nicht erwartet, dass wir klettern aber gehen. Aber ey, Selma zittert nicht, ja. Boah, krass. Schon stark auf jeden Fall. Auf jeden Fall lustig morgen, ne? Können wir gut schlafen dann heute Nacht. Ja. Wir auf jeden Fall. Aber ihr ist nicht. Jetzt können wir noch besser schlafen, denn wir wissen, was morgen auf uns zukommt, ist doch mal eine lustige Nummer. So, wir sind jetzt hier ein bisschen eingewiesen worden und jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie die Profis das machen. Ich hab Bock. Habt ihr Bock? Ich hab richtig Bock. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Da gehen wir so hin. Ich glaube, ich ziehe mich auch aus. Wir schauen mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die echte Übung aussieht. Ich habe sowas noch nie in echt gesehen. Deswegen, ich habe Bock, es wird geil. Habt ihr Bock? Ja. Würde ich sagen, schnacken wir nicht lang, sondern gehen direkt hin. So, wir sind jetzt hier im Wachtal. Im Steinbruch werden wir gleich verlegen und dort werdet ihr eine Leistungsschau der Gebirgstruppe wahrnehmen können. Ja, da wird auch geschossen, es wird ein Gefechtsbild dargestellt. Natürlich nicht scharf, sondern nur mit Manövermunition und da gehen wir jetzt dann gleich hin. Ja, wie bereits erwähnt, haben Selma und ich da ziemlich großen Respekt davor. Deshalb werden wir bei dieser Übung nicht dabei sein. Ich freue mich umso mehr, deswegen
Fangen wir an, oder? Auf geht's. Ja, die werden jetzt hier ein Leistungsschaubild der Gebirgstruppe erleben. Da sind ganz viele verschiedene Einheiten mit involviert. Und denen wird einfach mal gezeigt, was wir Gebirgsjäger alles leisten können auf einem komprimierten Rahmen. Wir sind jetzt hier bei uns im Übungsraum für die Gebirgsjäger und wir werden jetzt gleich mit den Jungs und Mädels, die gerade gekommen sind, zum einen zeigen, was wir als Gebirgsjäger in unserem eigenen Training machen, was wir als Gebirgstruppe überhaupt für Fähigkeiten mitbringen und was letztendlich so ein tagtägliches Geschäft ist. Und zwar haben sie uns gezeigt, wie sie hier jetzt den Posten der Feinde einnehmen würden. Als allererstes wurden von oben Seile runtergeworfen, dann haben sich Kräfte abgeseilt, die haben sich dann um die Feinde gekümmert. Einen Verletzten, was hier simuliert wurde. Da wurde uns auch gezeigt, wie der dann gerettet wird. Irgendwann ist dann auch aufgefallen, dass da vorne eine Sperrung war. Dann sind Kräfte nachgekommen. Wurde dann mit so einem Sprengrohr aufgesprengt. Ich zünde! Brenn! 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 Sperre geöffnet, würde ich sagen. Ja, ich mach das auf. Es wurde uns auch gezeigt, wie mit den BV206 der Verletzte dann geborgen wird. Gedacht hat und alles seinen Ablauf hat. Also ich finde es sehr interessant. Wir haben gerade erfahren, dass wir jetzt selbst auch noch aktiv werden dürfen. Wir werden einmal hochgezogen, dürfen uns ablassen und fahren einmal mit der Seilrutsche runter. Ich glaube, es wird richtig cool. Ich finde es sehr interessant, das jetzt auch mal selber zu machen. Deswegen, wir sehen uns, wenn wir das machen. Also das mit jetzt mein Highlight. Nach hinten legen. Einfach laufen. Einfach laufen. Ja, easy. Ein letztes Wort? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist doch ganz schön hoch, aber es wird schon. So, geil. Auf geht's. Ja, das ist unglaublich interessant. Es macht richtig viel Spaß, finde ich. Oh, Junge, das ging richtig flott. Das war richtig krass, aber ich habe es mir echt schwieriger vorgestellt. So. Ja, war mega geil. Also war ganz cool. Ich würde es sofort nochmal machen. Also es war gerade echt cool. Wo kommt es bei der Seilrutsche drauf an? Darauf, dass wir 5 starke Jungs haben, die ziehen. Und ein Gelände, dass sie nicht unbedingt direkt auf die Fresse fallen. Eine Seilrutsche ist aufgebaut, wie alles im Gebirge, redundant. Heißt, wir haben 2 Stränge, 2 Statikseile. Werden für solche Anlagen immer genutzt. Zum Spannen nehmen wir hier einen Kreuzklemmknoten her. Das ist im Endeffekt ein Flaschenzug. Ja, mehr ist das nicht. Dann spanne ich das Ganze laut Vorschrift maximal 3 Mann. Und ich darf nur einmal nachspannen. So, Freunde, ich rutsche jetzt gleich runter. Ich finde Seilrutschen immer geil und werde euch berichten, wie das hier ist. Und los! Ja! Ablassen! Aus! Verstanden! Sorry. Na? Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist voll geil. Oh.
Start. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen. Heute ist Challenge-Tag. Ihr könnt schon mal hinter euch gucken, da seht ihr einen großen Berg. Es soll schon mal eine kleine Vorabinformation sein. Ja, ich stelle fest, da fehlt jemand. Die Tina, ist die heute da? Ja, die Tina ist leider krank. Dementsprechend sind wir heute nur zu zweit da und trocken das. Alles klar, wird er trotzdem hinkriegen. Gleich dicke Challenge. Viel Spaß euch. Auf jeden Fall, danke schön. Ja, ich weiß bloß leider noch gar nicht, was die Challenge ist. Ja, aber warte doch mal ab. Team Blau und Rot diesmal. Challenge Nummer 8, Hang the Loose. Liebe Creators, ihr habt es fast geschafft. Und jetzt trefft ihr euch nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder. Auch wenn der Roadtrip bald vorbei ist, dürft ihr euch heute nicht hängen lassen. Die letzte Challenge und das Gebirgsjägerbataillon 232 warten auf euch. Das bedeutet, wir werden klettern, so wie ich es vermutet habe. In der Ruhe liegt hier die Kraft. Wenn ihr alles seinen normalen Lauf nimmt, dann gewinnen wir, glaube ich, die Challenge. Ja, es ist wunderschön, aber wo genau wir sind, das weiß ich gar nicht. Da wir klettern gehen und da ein Berg ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ein paar Stunden da oben sind. Bestenfalls. Ja. Also falls ich falle, Anita, du musst mich auffangen, ich okay? Immer okay, auf. Machst du das? Danke. Immer. Aber ich habe richtig Bock, ich freue mich gerade richtig, gleich klettern zu gehen, weil ich das privat auch sehr gern mache und ich wohne ja auch in den Bergen. Deswegen, ich glaube, es wird cool. Gut, wir kommen jetzt hier an der Wand. Eurer Challenge für heute. Wir werden im linken Bereich der Wand eine Vorbereitung für eure Challenge machen und danach gibt es dann die richtige Challenge. Was hat das mit unserem Standort zu tun? Wir sind Gebirgsjäger. Der Unterschied ist, bevor wir irgendwo kämpfen können, müssen wir da halt irgendwie hochkommen. Und das ist halt meist irgendwie das unwegsame Gelände, wie wir es da links sehen. Gut, wir sind jetzt hier am Ausbildungsort als Vorbereitung für eure Challenge, dass jeder einfach mal ein bisschen Fels in der Hand gehabt hat, jeder mal ein bisschen im alpinen Raum unterwegs war. Verschluss dagegen gleich. Das ist noch nichts, außer dass wir klettern werden. Auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, wir sind jetzt hier am Ort angekommen von eurer Challenge, denn ihr müsst heute klettern und eure Challenge ist hier im linken Bereich, wo das Seil schon drin läuft, auf Zeit hochkommen. Und heute ist ein bisschen anders. Wir mixen die Teams. Okay. Dann, wie werden die gemixt? Kevin und Selma. Und gegen Anita und Tizian. Okay, Selma. Aber nur dann, tut mir leid, aber du bist Gegner jetzt. Ja. War eine schöne Zeit mit dir, aber nicht gegeneinander. Ja. Ich hoffe, du verlierst. Das ist schneckerig. Der ist hier mies am Chillen. Richtig gut. Jetzt muss ich schneller ran. Richtig gut. Also Leute, haben wir alle super gemacht. Richtig stabil. Kann stolz auf uns sein. Ja, ich war auch noch mehr. Ja, du hast auch noch gemacht. Ja. Sauber. Es war stark, Leute. Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es zeigt mir auch wieder, wie vielfältig der Beruf von den Gebirgsjägern ist. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man so klettern geht, aber... Und wir haben ja gehört, wöchentlich, ne? Wir machen das jetzt einmal, die machen es jede Woche. Gut, das war's jetzt mit der Challenge. Wie waren nochmal die Zeiten? Ein Team hatte 7 Minuten 14, das andere Team 8 Minuten 14. Und das schnellere Team war das Team um Anita und Tizian. So. Herzlichen Glückwunsch. Also muss man auch sagen, die haben sich schon echt gut angestellt und da hochzukommen ist echt nicht so einfach. Dementsprechend Glückwunsch. So, Freunde, diese Kletter-Challenge hier war jetzt unsere allerletzte Challenge. Ist einfach bald vorbei schon. Das ist echt crazy, aber es ist auf jeden Fall richtig cool gewesen, dass wir alle zusammen das nochmal machen durften, Leute. Und morgen wird es auch richtig cool, denn da ist der Community-Tag, das große Finale. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Deswegen bleibt dran und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu folgen auf TikTok, YouTube und Insta. Das, was sie gesagt hat. Bye! Na, Tina. Und Abstand.
Wie geht's? Ja, es geht leider noch nicht so viel besser. Also mir ging es ja die letzten Tage körperlich nicht so gut. Ja. Allgemein gesundheitlich. Und deshalb werde ich euch heute schon verlassen. Nein. Und beim Finale nicht dabei sein. Oh nein. Ja, vielleicht ist es auch besser so, wenn du krank bist. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall meine Partnerin der letzten Wochen vermissen. Aber also Gesundheit geht vor. Wenn du nicht kannst, dann ziehe ich das für uns beide durch. Und du wirst schnell gesund, okay? Dankeschön. Dann euch ganz so viel Spaß beim Finale. Grüßt alle von mir. Dankeschön. Und umarmt alle von mir. Ja. Und wir sehen uns. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss, Tina. Ja, es tut jetzt auf jeden Fall schon ziemlich weh, beim Finale nicht dabei zu sein, aber Gesundheit geht einfach mal vor. Es war wirklich ein Monat mit Höhen und Tiefen für mich. Ich bin definitiv über meine Grenzen gegangen. Es war auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Und ja, bin der Bundeswehr und dem ganzen Team auch sehr dankbar für die Zeit. Ja, liebe Explorer, heute Finaltag. Ja, jetzt geht es mal richtig gut auf den Berg. Ich bin heute nicht dabei. Ich habe den Hauptgefreiten Leo dabei. Der begleitet euch heute nochmal in den Berg. Ja, dann würde ich sagen, genießen wir den letzten Tag, geben nochmal alles. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, gehen auf den Berg, oder? Zum vierten Mal ein Klettergurt, aber ich bin immer noch so begeistert wie am ersten Tag. Wie das Wasser sich den Bach erniedert, so kann man gut sagen, dass die Zeit doch verflossen wäre. Der schöne Moment behält sich im Herzen, so wie die Abendsonne sich dreht am Wendepunkt der Sonne. Das ist mein Foto davon. Hast du schon die Möglichkeit, so ein bisschen das für dich ein bisschen alles einzuordnen und dir Gedanken drüber zu machen? Also mir hat es bisher sehr, sehr gut gefallen. Mein absolutes Highlight war jetzt wirklich der Einsatz hier bei den Gebirgsjägern. Und sonst die Zentrifuge und der Hommarsch und die Challenge. Das fand ich richtig cool. Der Huso war ja der Startschuss. Ja. Da ging es dann eigentlich so erst so richtig los. Erinnerst du dich noch an den Igel? Ja, der Igel ist cool. Ja, das war dann auch so ein richtig cooler Moment, glaube ich. Auch der erste richtig coole Moment, wo du dann auch mit dem Material der Bundeswehr mal in Verbindung kamst. Da habe ich dann auch so zum ersten Mal verstanden, was die Bundeswehr eigentlich alles macht. Und eben nicht der stumpfe Soldat ist, der mit einem Gewehr in den Wald rennt, sondern eben, dass sie super viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten haben. Zum Beispiel jetzt auch eben die Pioniere. Das war ja dann auf der gesamten Reise auch noch so, dass ich bei jedem Standort so viele neue Eindrücke hatte und was die Bundeswehr alles macht, was man gar nicht weiß. Also ja, weil dieser Einblick in die Tiefe halt auch da war. Ne? Sonst sieht man immer nur so die Breite, jetzt haben wir auch mal die Tiefe gesehen. Ne? Da war ja wirklich alles dabei. Also das war schon nice. Standort, bei dem wir waren, das war in Eckernförde und das war auf jeden Fall richtig cool, weil wir einfach direkt mit der Marine angefangen haben. Wir hatten die Challenge, dass wir tauchen gehen mussten und es war als allererste Challenge schon eine Überwindung, weil man einfach ins kalte Wasser reinspringen musste und ich war schon so ein bisschen überfordert, aber es hat richtig Spaß gemacht. Cool. Als nächstes, das war in Seedorf, das war auch richtig nice, muss ich sagen, das war auch eins meiner Highlights, weil wir da zum Beispiel mit der A400M mitgeflogen sind bei den Fallschirmjägern, als sie runtergesprungen sind. Wahnsinn, ne? Und dieses eine Mal, ich hatte so Bock auf das Fallschirmspringen, aber es hat einmal nicht funktioniert, weil es zu windig war. Deswegen aber trotzdem war auf jeden Fall richtig cool, da mitzufliegen. Danach waren wir in Rhein und haben so ein bisschen geschaut, wie die Grundausbildung ist. Ja. Da haben wir zum Beispiel die Hindernisbahn gemacht. Wow. Genau, und direkt nach der Hindernisbahn haben wir den Soldaten Grundfitness-Test gemacht. Und ich sag dir, ich konnte am Ende gar nicht mit. Was hat dir von den Hindernissen am meisten Spaß gemacht? Tatsächlich die 2-Meter-Wand, obwohl ich da nicht rübergekommen bin. Aber einfach, weil das halt so eine Challenge war. Und ich dann am Ende stolz war, als ich rübergekommen bin. Danach waren wir in Köln. Da waren wir beim zivilen Bereich. Das war auf jeden Fall auch richtig interessant, weil halt so viele Leute zivil bei der Bundeswehr arbeiten und das halt auch ein sehr wichtiger Bereich ist. Da haben wir zum Beispiel die handwerkliche Arbeit gemacht, wo wir die Lampe gemacht haben. Genau, in Sonthofen waren wir dann auch in der ABC-Schule und ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich ein bisschen wieder gefühlt wie in der Schule mit Biochemie. Da waren wir dann ja bei den Gebirgsaufklärern, wo wir dann auch in der Kletterhalle waren oder auf der Kletterwand. Genau. Muss sagen, das war auch einer meiner Lieblingsstandorte, weil das Klettern einfach so viel Spaß gemacht hat. Fragen von euch? Soweit nicht. Jedem geht's gut, jeder fühlt sich dazu bereit, heute da durchzugehen. Auf jeden Fall. Rucksäcke auf, Marschreihenfolge, ich vorne, hinter mir die Creator.
Wir sind jetzt hier auf einer Höhe von 1682. Hinter uns eben schon das Gipfelkreuz. Das wird dann nachher unser Gipfel sein. Was mich wirklich positiv stimmt, ist dieses Verhältnis, was wir im Team haben. Mit dem Strizi, das hat richtig gut funktioniert. Und zwar von Tag 1 an. Ich habe viele neue Kameraden kennengelernt und wir bleiben auf jeden Fall überall in Verbindung. Und das ist für mich eines der besten und wichtigsten Erlebnisse eigentlich. Also momentan fühle ich mich noch ganz gut. Was mir vor allem der Roadtrip gezeigt hat, wie schnell sich Menschen entwickeln können. Also auch gerade die Tina und Selma, die sind so stark geworden, so selbstbewusst. Das ist unglaublich. Und das hat mich wirklich gefreut, da einfach Teil davon zu sein. Das ist was, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich mitmachen dürfte in dem Projekt, weil ich wirklich sehr viele Verwendungen gesehen habe, sehr viele Bereiche, in denen man eingesetzt werden kann. Einfach gespürt habe, so, dass die Bundeswehr als Arbeitgeber eigentlich ja, für jeden was bietet und ich mir sicher sein kann, dass da jeder seinen Platz findet. Ich habe hier auch ganz, ganz viele Menschen getroffen, die mir alle so ihre Welt gezeigt haben, was sie machen und was sie eben so besonders macht bei der Bundeswehr. Also an alle Leute, die ich über die Zeit kennengelernt habe, wirklich vielen, vielen Dank für die coole Zeit, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mir so einen tollen Einblick gegeben habt. Leute, ich drücke euch die Daumen alle und vielen, vielen Dank nochmal. Also mein Highlight auf dem Roadtrip war definitiv das Klettern. 15 Meter hohe Wand, da den Felsen hinauf, das war richtig gut. Also mein Highlight war auf die Erlebnisse gesehen, tatsächlich die Artillerie in Weiden und hier die Gebirgsjägerei hier unten in Bischofswiesen. Berge sind für mich immer irgendwie was mich reizt. Und dann hier zu sehen, wie Leute hier sich professionalisiert haben, um hier zu arbeiten. Wir durften dann selber auch noch den Klettersteig machen, kann da körperlich an seine Grenzen kommen und das finde ich echt eine coole Sache. Dankeschön. Bitte? Hat richtig Bock gemacht, war richtig geil. Das war unglaublich geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Challenge bestanden. Challenge bestanden. Jawohl. Wer hat unsere Kleidung? Super. Nimm Helm ab. Ich schieb dich mit. Freunde, das war's mit der Serie Explorers Roadtrip durch die Bundeswehr. Wir sind einmal quer durch Deutschland gefahren und haben so viele Sachen erlebt, aus dem militärischen, aber auch aus dem zivilen Bereich. Genau, unsere Route ist jetzt leider zu Ende, bleibt aber auf allen Bundeswehrkanälen, denn es gibt auch noch coole weitere Videos. Und seid euch sicher, die Serie geht zu Ende, aber die nächste wird bestimmt kommen. Also lasst ein Abo da, wir werden uns wiedersehen.